Sag mal, hättest du das Boot nicht auch irgendwo auf den Felsen setzen können, dann hättest du auch nicht schlechter wegkommen können. Da war das schon zur Hälfte. Von uns, es hat keiner von uns die Drachenmutti, ne, als Dings dabei. Nee. Als Schrei? Nee, stimmt. Oder? Nee, ich hab Eichtier drin. Ich hab Knochenwanz drin. Ja, gut, wenigstens einer, der einen Knochenwanz drin hatte im Sumpf, das ist vorteilhaft. Ja. Was hast du? Du hast auch Eichtier, oder, Fenrir? Ich habe auch Eichtier drin, ja. Okay, na. Ist ja eigentlich gar nicht mehr so verkehrt, wenn zweimal Eichtier und einmal Wanst ist, dann brauchen wir auch keinen Wind. Wir haben ja sowieso immer Gegenwind, trotz Mutti. Hast du mitbekommen, Robin, dass das Webo bei Osu ist? Schon ewig, der ist schon seit Ewigkeit Moderator bei ihm, ja. Nein, der ist gerade im Stream bei Osu Grimm, er sitzt neben ihm. Ach was, die haben sich gegenseitig besucht jetzt, oh lol. Ja, das Webo ist jetzt zu Osu Grimm gefahren. Bist du jetzt vom Gas runter oder haben wir wirklich keinen Wind? Nee, null, nada. Scheiße. Also ich hab gesagt, nachher komm ich definitiv bei euch beiden reingeradet. Das war schon so lustig. Das ist es wert, dass die Zuschauer sowas sehen. Mhm. Osu, Zwebo musste ja auch schon 60 Liegestütze machen, ne? Zwebo muss heute die Alert-Dinger machen, oh lol, okay. Die Kanapo-Dinger. Ja, genau. Erstmal auf, warte mal, der Kai braucht ein bisschen Orientierung gerade. Erstmal auf die Küste voraus zu, falls du die auf der Karte siehst, und dann nach links abbiegen, erst, dass wir die Küste nach oben fahren oder dann. Top, Emil. Meinst du hier das Sumpfgebiet abfahren oder was? Genau. Okay. Grundsätzlich mal abfahren, um zu gucken, wie groß es ist, und dann werden wir es noch, auf dem Land selbst dann nochmal abgrasen und Krypten suchen. Okay. Hat einer von euch den... Robin, du hast den Dings dabei, ne? Den Streitkolben, ne? Den normalen, ja. Ja, wieso? Top. Ja, weil der gegen die... Ja, Astmonster, diese komischen Astspinnen da, die, weißt du, was ich meine? Ist wahrscheinlich die effektivste Waffe. Ich fand die Feuerpfeile eigentlich sehr effektiv. Der hat zumindest schön gebrannt im Dunkeln, war schon hell. Ich hab ihn gesehen. Ist ja komplett Wurzelholz, das Ding, ne? Ja, aber am Mittwoch hatte unser Michi am meisten Damage gemacht mit seinem Kolben. Echt? Okay. Erstaunlich dafür, dass... Okay, das war jetzt... Entschuldigung, dass ich lache. Meine Damen und Herren, hier spricht der Kapitän der MS... Meine Damen und Herren, hier spricht der Kapitän der MS Niveau. Wir sinken. Liebe Leute, macht mir bitte den Ruf nicht nach, das macht nur gelbe Zähne und eine schwarze Lunge. Ich bin der NSW verboten und ich heiße den Cheat. Oh, ich hab schon wieder Lochfraß in der Fresse. Also durch Robins Verifizierung kann ich bei ihm nicht im Chat agieren, da mein Tablet sich nicht verifizieren lässt. Du musst dich einmal bei Robin per Mail und per SMS verifizieren, also per Handy. Eine Mail und oder SMS und danach nochmal nötigenfalls den Tab neu laden. Robin, so wie du es eingestellt hast, musst du beides machen. Ach stimmt, ich habe ja auch beides eingestellt. Ja, stimmt. Ja, aber zusätzlich noch Sozialversicherungsnummer und Blutgruppe mit angeben, ne? Nein, ich meine, auf der einen Seite ist es ja gut. Wir haben es ja mitbekommen, ne? Ich habe es ja geschrieben. Ja. Wie soll ich dich eigentlich nennen, Bärtiger? Entweder Bärtiger, König, aber kannst eigentlich auch Kai sagen. Gut. Kai, wir hatten es ja, ich hab's ja in die Gruppe geschrieben, ne? Du hast es ja mitbekommen, was da abging. Ja, ich hab's gesehen, ja. Also ich war live dabei, das war ungeil, ganz ehrlich. Was da abging. Ja, also mal abgesehen davon, was da vorgefallen ist im Vorfeld, ist ja völlig wurscht. Also sowas ist halt mega scheiße. Es ist mega scheiße, egal also das was. Das wünscht man ja echt niemanden, ja. Nee. Das habe ich auch gesagt. Also egal wie, was, wie ein Mensch ist und auch wenn man, weiß ich nicht, wenn man irgendwie ein bisschen Angelique beschränkt im Schädel ist oder so. Ja? Das hat trotzdem hat keiner das Recht, so eine Scheiße abzuziehen. Absolut ehrlich. Nicht. Da hört irgendwo auch der Spaß auf. Auch wenn es völlig am Thema vorbeirutscht gerade, aber vielen Dank für die 10 weiteren Bits, liebe Angelique. Also bei Mobbing und bei irgendwelchen sinnlosen Rumgetrolle hört bei mir auch der Spaß auf. Ja. Also Treu und Hate ist bei mir einfach ein No-Go und da kenne ich auch nichts. Und damit ich halt auch nicht nur mich selbst davor schütze, sondern halt auch meine Zuschauer davor schütze, weil deren Accounts sind ja auch sichtbar dann, weißt du? Hier laufen übrigens Trauger unter Wasser. 3 Stück. Ja, lass sie laufen. Lol, sieht witzig aus.
Soll ich sie mitnehmen? Ja. Daneben, scheiße. Die sind unterwegs zur Jahreshauptversammlung. Die Trauger Jahreshauptversammlung. Ruhe, ganz kurz bitte. Gori 1991 cheert. Ganz leise. Sollte ich mal bei Fenrir vor der Tür stehen, dann nur um nach Mehl zu betteln. Nee, Kai, das weißt du vielleicht gar nicht, aber in meinen Streams werden die Bit-Nachrichten immer vorgelesen von so einer Roboterstimme. Und der Gori hat gerade 100 Bits reingehauen. Die Roboterstimme hat vorgelesen, sollte ich mal bei Fenrir vor der Tür stehen, dann nur um nach Mehl zu betteln. Alles klar, ja, du bist eingeladen. Also ich habe deinen Stream gerade mitlaufen, Robin, aber ich habe den Ton ausgemacht. Ja, ist ja gut so. Das hast ja die Synchronität hier. Gut, park mal hier rechts. Direkt jetzt rechts, ansonsten sind wir gleich in der nächsten Ebene. Jawohl! Deskitos voraus, auf der rechten Seite. Was, totes Kito? Wo, was? Auf der rechten Seite. Mücken! Hat jemand Spray dabei? Leider kein Spray, aber ein Schild. Immerhin. Fliegenklatsche. Genau. Zwei auf jeden Fall. Ja, du fährst voll rein, voll rein, Junge. Ja, hast du gesagt, rechts. Hilfe! Oha, ich bin weg. Tschüss! Vorsicht, die Fliege schon, Fenrir! Hinter dir! Ja. Ganz ruhig. Aua! Robin, top! Top, du hast was getroffen! Ja, aber Kai hat auch mich getroffen. Mein Arm! Nee, ja, du hast mir nur einen Schaden gemacht. Tatsache, ne? Also jetzt müssen wir wirklich unseren Kämpfen ein bisschen Struktur geben, sonst ist die zweite schon tot, weil hier war noch eine zweite. Noch nicht gesehen. Okay, pass mal bitte kurz auf mich auf, ich markiere die Stelle, wo das Boot ist. Ja. Ja. Leute, wir sind einmal rumgesegelt um das ganze Ding. Robin, und zieh dir bitte deinen Helm auf jetzt. Achso, ja, war eben noch dunkel. Ja, hier wird eine kurze Erkundungstour, ob da eine Krypta ist. Ich hab nicht mitgekriegt, dass Kai bloß einmal rumgesegelt ist um das Ding sozusagen, aber ist nicht schlimm. Nee, du hast gesagt, fahr rechts ran. Du musst mal pinkeln. Sind wir schon da? Hä? Hier unten rechts sind Goblins? Zwei? Was, wo? Wollen wir herkommen. Hä? Unten rechts? Ja komm, mach mal platt. Und jetzt bitte strukturiert kämpfen, ja, Freunde? Achtung, hinter dir. Ich nehme den hinter euch. Okay. Gut, der ist down. Oha, Alter. Oh, keine Ausdauer mehr? Achtung. Nächster, ich schlag. Oh, ich schlag zu. Jawohl. Alter, Robert, was? Schön. Krit. Schönes Ding. Den hingeballert, Alter. Achso, bei mir ist er einfach bloß verpufft. Nee, der ist hier hingeflogen, Robert, hier. Okay. Na gut. Ich klick da drüben noch am Baum. Das war ein Spachtel abkratzen. Trauger links? Ja, Trauger. Ja, Trauger links. Da hat was geschossen, oder? Da können Skelette sein, oder der. Oh, das ist ein Trauger-Stern. Lass ihn rauskiten. Ja, ich nehme Bogen. Jut. Halbes Leben. Oh, schöner Treffer. Alter. Schöner Treffer. Er kommt. Schwert nehmen oder was auch immer. Super gemacht. Ging jetzt aber, der hat nur 15 Schaden gemacht. Was habe ich denn schon für eine Rüstungsstufe? Ah, ich habe ja schon Wolfsrüstung 4. Stimmt, voll vergessen. Wenn wir jetzt so einen, sorry, wenn ich dich unterbreche, Kai, wenn wir jetzt so einen Wurzelbärt hier kriegen, ne, so nenne ich die immer, dann haust du bitte den, wie heißt der, Knochenwanz rein, ne? Ja, wisst ihr, woran ihr die erkennen könnt? Wen? An die Farben, ja. Ja, erstens mal das, und meistens sind um die Wurzeln dann diese Fliegen drumherum. Mal so eine andere Frage, hat irgendjemand eigentlich Antigift mitgenommen? Nein. Oder? Warte. Doch, ich hab noch einen. Genau einen. Oh, wow. Dann nimmt jeder einen Schluck und dann reiten wir los. Ich würde vorschlagen, wir setzen mal kurz spontan ein Portal. Wir bräuchten dafür 10 Holz. Ja, warte, hier ist doch Holz überall. Ja, ist aber Kernholz, ne? Mach mal hier vorne die kleinen. Nee, Edelholz ist es, Robin. Oder Edelholz sogar. Okay. Hier lacht irgendwas. Ja. Da hinten. Ja. Robin, warte, ich geb dir, mach du Holz. Oder ja, mir egal. Komm, wir gehen alle drei hin. Ja, es sind zwei. Ja, ja. Bams! Goblin Moose!
Vorsicht, Kai, wie du schießt, ne? Ja, ja. Na, ich find's so ein bisschen knackiger, also so macht's irgendwie ein bisschen mehr Spaß, habe ich das Gefühl. Also für mich selber. Weil du kannst ja auch nicht, früher die Wikinger haben ja auch nicht so drauf losprügeln können im Pulk. Weißt du, das ging halt nicht. Ja, die mussten ja auch, vor allem wenn sie Invasion gestartet haben, ja auch wirklich auf jeden Mann aufpassen, weil es dauert ja Monate, bis Verstärkung kam. Genau. So, hast du schon 10 Holz? Nee, ne? Nee, wir haben jetzt die... Hier. Ich hab noch nicht mal eine Axt mit, Alter. Ja, ich auch nicht. Aber das ist wieder das ist wieder Edelholz. Ja, ja. Wenn ich jetzt weiter noch, kommen wir direkt in die Ebene. Ja, nicht machen. Kloppt doch einfach hier, das ist doch hier so ein Bumsbaum hier. So ein Sumpf, da ist auch Holz drin, oder nicht? Ja, im Sumpf. Ja, war das nicht immer Kernholz? Nee, ich glaub nicht. Jemand hat irgendwas gepinkt. Was ist denn das hier unten? Gucke mal, Robin, hier diese Tannen, die hier stehen. Ja, die meinte ich ja vorhin, aber ihr seid irgendwie anders lang gelaufen. Weil ich denke, da wird normales Holz drin sein. Wenn nicht, dann habe ich da hinten, glaube ich, so eine Art Baumhaus gesehen. Zur Not müssen wir das abreißen. Aber das ist halt blöd, weil wir haben kein Antigift bei. Ach, guck mal, hier unten liegt ein Baumstamm. Normaler. Ja. Kai. Jawohl. Der Axtmann, hier. Hast du eine Axt bei, Kai? Weil wir haben beide keine Axt bei. Ja, das kriegen wir nicht klein. Wir drei Männer, beide einfach suchen Holz und keiner hat eine Axt bei. Ja, ohne perfekt. Scheiß, gehen mit dem Messer zur Schießerei, das ist echt geil. Paula, ja, Benny ist noch da, aber der sitzt in anderen Team gerade sozusagen. Das kann doch nicht wahr sein, Alter. Keine Sau hat eine fucking Axt mit. Wir fahren zurück, das bringt so nichts. Fahren wir zurück, dann holen wir uns auch den Mutti-Bonus. What the fuck, Alter? Wir fahren zurück. Dann holen wir uns auch gleich den Mutti-Bonus für vernünftig Wind und dann nehmen wir uns auch eine Axt mit, jeweils mit mindestens eine so rum. Und warum wollten wir eigentlich noch zurück? Ach ja, wegen Antigift, genau. Genau. Komm auf den Server, haben sie gesagt. Hier kannst du was erleben, haben sie gesagt. Ja, machst du doch gerade. Ja, erleben tust du ja was, lernen nicht. Ja, ey. Doch, Steuermann. Oh, ey. Mein Gott, ist das gewusst, dass ihr nur einen Steuerknecht braucht? Hätten wir doch eigentlich einen Dicker. Dann muss ich ja erstmal PvP beweisen, mein Lieber. Ja, das haben wir alle schon gemacht. Robin hat mich schon tot gehauen, ich habe schon Robin tot gehauen. Ja, wir haben 1-1 in der Arena, ne? Deswegen habe ich immer eine Streitachs dabei. Ja, aber Decker, wir müssen ja auch aufs Gewicht gucken, so ein bisschen. Naja, mit 38 brauchst du nicht mehr auf die Linie zu achten. Na doch, schon so ein bisschen. Naja, ein bisschen, ja. Wenigstens Gewicht halten. Müssen wir jetzt echt zurück, oder wollen wir uns einfach nur woanders hinfahren? Wo nee, lieber zurück, weil wir suchen ja speziell nach Krypten im Sumpf und ohne Antigift mache ich das nicht. Nee, da bist du so schnell hops. Ja. Es wäre vielleicht noch eine Option, sage ich jetzt mal, wenn man sagt, man zieht von diesem Wurzelgemüse da diese Rüstung an, aber die hat noch weniger Rüstungsklasse, also weniger Schutz als die Wurstrüstung, die wir haben. Habt ihr euch die schon geholt, oder was? Na, ein Set haben wir mal auf Stufe 1 gebaut, um zu gucken, was es jetzt bringt, als es neu reinkam als Update. Kannst du dich hier links halten an der Kiste drauf? Aufs Gewicht zu achten. Manchmal glaube ich sogar, das stimmt. Der Fenrir hat auch seine 95 Kilo. Echt? Du wiegst ja noch so viel wie ich? Wie groß bist du? 1,78. Oh. Wir sind gleich groß, lol. Mehr oder weniger. Ja. Hier rechts ist Chitin. Ja. Ich halte hat jemand eine Spitzhacke? Moment, hat jemand eine Spitzhacke bei, bevor wir drauf landen? Ja, Spitzhacke habe ich dabei. Das ja, sind sogar zwei. Ey, es sind zwei, lol. Aber während ihr das macht, kann ich da mal ganz kurz pullern gehen. Ich die Nein. meine drei oder vier Nein. Biere. Doch! Ja, geht so lang aus. Alles klar. Bis gleich. So, ich versuche das Schiff gerade zu halten. Aber krass, zwei nebeneinander habe ich ja noch nie gesehen, ey. Ich auch nicht.
Aber könnte auch wiederum vielleicht daran liegen, dass jetzt hier so viele Spieler drauf sind, dass das vielleicht jetzt auch ein bisschen gecodet ist. Oh, macht keinen Scheiß, oder? Ja, kannst du noch weitermachen, noch ein bisschen. Erst wenn er dauerhaft vibriert, dann sollst du runter. Aber geil, dann können wir gleich noch mehr Harpunen machen. Beziehungsweise Chitin brauchen wir, glaube ich, auch für das Schlangenschuppenschild, oder? Ich meine ja. Ja, nein, vielleicht. Ich glaube, jetzt kannst du dich langsam auf den nächsten bewegen. Oder schon mal an den nächsten ran. Man merkt echt, dass Gregor wieder da ist, wa? Wenn Gregor da ist, der Chat explodiert jedes Mal. Mit Blödsinn einfach nur, was ihr da schreibt. Aber schön, freut mich. Ich bin so froh, dass die Dinger eigentlich runterziehen, ne? Mit dem Schiff. Oh ja. Obwohl ich da schon sehr auf die Updates gespannt bin. Da ist doch noch eins hinten dran, ne? Was? Noch ein drittes? Ja. Ja. Lol. Ich bin sehr gespannt, ob da mit den nächsten Updates vielleicht noch sowas wie Seeungeheuer richtig kommen. Also mehr als die Seeschlange selbst. Geht schon unter. Oh, ich bin auf dem letzten drauf. Ja, ich gebe jetzt auch mal ein bisschen Gas. Boah, sind einer Tour am Wackeln hier, alter Schwede. Was ist hier los? Ey, ohne Scheiß, drei so eine Schildkrötenviecher, Chitinfelsen, nicht Schildkröten. Oha. Schildkröten? Ich hatte ja. Nee, was, es hieß Süße ja immer erst. Wie klein, Decker, was? Es hieß ja immer erst, es wären ja angeblich Schildkröten, aber es ist ja doch nicht so, weil ich bin ja in meinem Solo-Play in der letzten Folge, bin ich ja am Rand der Welt hier segelt und da waren gerade welche auf der Kante und man hatte gesehen, es sind einfach nur Felsen, mehr nicht. Ja. Naja, manche Menschen nennen das Ding ja auch Leviathan. Also, aber ein Leviathan hat überhaupt gar nichts mit der nordischen Mythologie zu tun. Genau. Kommt da eher aus dem Mittelmeer, beziehungsweise aus der griechischen Mythologie. Griechische Mythologie, genau. Ja. Also sowas, nicht unbedingt griechisch, sondern eher hellenische. Denn die hellenische war ja verbreitet noch vor römischer Zeit, hast du ja eine hellenische Mythologie gehabt. Ach so, Robin Decker sagt gerade 95 Kilo, wie süß und wie klein. Ja, Decker ist ja auch ein Riese. Ja, aber hier, unterschätzt uns kleine Wikinger nicht, Mann. Denk dran, Decker, wir brauchen nur den Arm zu heben und du hast eine Schelle gegen die Nüsse, ne? Mhm. Ja, so AGH, klein, gemein und hässlich. Kai, vielleicht kommst du langsam zurück wegen Ausdauer und Schwimmen? Na, oder wie es ein Zuschauer von mir ist, der Wutknubbel. Ja, der ist cool. Du ertrinkst ein bisschen, wa? Ja, ich komme in den Tuch. Drück eh bei der Leiter. Ja, mach Leite. Ich doch. Ich Nein, der kommt nicht unterm Schiff weg. Ach, wegen der Vibration oder was? Hier. Ah. Alter. Jetzt nicht der. Geh ran die Leiter ran, Mann. Oh. Alter. Auf dem letzten, ey. Was war knapp, Alter? Legst du das Chitin am besten rein in die Kiste? Ecker, ich lade dich gerne mal ein. Er sagt gerade, wenn ihr drankommt, ich lade dich gerne mal ein zu mir. Und dann kriegst du ein Schild, ich krieg ein Schild. Und du kriegst ein Schwert und ich krieg ein Schwert. Holy fucking moly, das waren einfach mal 74 Chitin. Koron, grüß dich mal lieber und vielen Dank für deinen dritten Monat bereits im Prime-Abo. Ich mach das halt warte, auch doch nicht losfahren, ich kann sonst wieder nicht vorne aufsteigen, ohne daneben zu springen. Okay, ich hab's geschafft, kannst weiterfahren. Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Ja, einmal mit Profis, ey. Ja, Robin, ich versteh's halt immer noch nicht, ne? Was? Valheim spiele ich, zwei Zuschauer. Ich verstehe es halt immer noch nicht. Ich raff das nicht. Aber vor allem, du machst ja auch alle Daten, gibst du ja an. Du machst ja den Titel, du machst die Tags rein, du machst noch die Benachrichtigung. Genau. Ich verstehe es auch nicht. Immer bei Valheim, immer. Und sonst sind es drei oder was? Oder? Nee, so 10, 12, 14.
Ja, na, früher auf YouTube waren es 20 aufwärts bei ihm. Ja, genau. Gestartet. Aber seitdem ich von YouTube weg bin, ist das halt auch weg. Hast du auf YouTube gestreamt oder einfach nur? Ja, ja, genau. Nee, auf okay. YouTube gestreamt komplett. Ich glaube, Valheim ist aktuell auch echt ein bisschen die Luft raus, ne? Na, hier nein, auf Twitch meinte ich nicht. Das ist ja das Schlimme daran. Auf Twitch ist eigentlich eine richtig geile Community, was Valheim angeht. Hier der Vikingblatt, der hatte mich in einem Tag mal mit über 70 Leuten geradet, nachdem er festgestellt hat, dass ich nicht nur Zuschauer von ihm bin, sondern ebenfalls auch Valheim spiele und streame. Apropos. Da ist er wieder dabei. Guck dir mal Thor an, Robin. Gut, der hat die Horde im Hintergrund, ne? Genau, der hat nach Usogrim seine Horde noch im Hintergrund und von Zwebonaut die Horde. Die hat sich ja dann vereint, die zwei Horden zu einer großen. Ja. Aber für mich andererseits muss ich aber sagen, Fenrir, dass du ja trotz allem, du hast ja nach mir angefangen zu streamen und bist jetzt schon bei über 110 Followern. Ja. Und das in der Geschwindigkeit, also da machst du doch irgendwas richtig. Naja, also dass ich irgendwas falsch mache, glaube ich nicht. Ich bin mal kurz bei euch drüben. Ja. Zwischen Info, also wir haben gerade in meinem Gebirge Stufe 2 Wolf hat 3 von uns gelegt innerhalb von 10 Sekunden. Also die Gegner sind extrem stark, passt auf. Okay, ja, wir haben gerade drei Chitin-Felsen abgegrast. Okay, wo fahrt ihr jetzt hin? Wir fahren gerade wieder zurück, weil wir festgestellt haben, keiner von uns hat wirklich ein Antigift dabei. Wir haben keine Antigiftrüstung. Okay. Und wir haben auch keine Axt dabei, um eine Werkbank zu bauen. Ihr hättet da rechts von euch ist eine Werkbank. Links von euch ist eine Werkbank auf der Insel. Da, wo ihr direkt seid, ist eine Werkbank. Nee, wir fahren zur Ebenenbase jetzt gerade zurück. Also jetzt hier rechts ranfahren, bitte, Kai. Ja, aber auf der anderen Seite, da wo ihr gerade wart, ist nämlich auch ein Portal gewesen auf der Insel. Deswegen steht da Portalreise. Auf Robin. Der Karte, wo ihr gerade außen rumfahrt. Wo? Das ist nicht markiert bei mir. Portalreise. Dann hast du nicht aktualisiert. Hab ich. Weil auf dieser Insel war ich mit dem Fenrir am Mittwoch. Die ganze Insel hatten wir schon abgegrast. Ja, da kannst du nicht hingehen. Das ist das, wo Krypta steht. Du hast doch eben aktualisiert, Achtung, Robin. Achtung, Mücken voraus. Ja. Gut, ich gehe wieder rüber. Wir farmen noch mal ein bisschen im Gebirge rum, damit wir Eisdrüsen kriegen für die Augencreme. Alles klar. Viel Erfolg. Bis dann. Viel Spaß. Danke, euch auch. Sagt halt Bescheid, wenn wir dann rüberkommen. Jupp. Boah, Alter. Robin, weißt du, was Emil sagt? Ihn interessiert Valheim so überhaupt gar nicht. Er schaut den Stream nur, weil ich da bin. Und das soll es ja auch eigentlich sein. Das geht wieder runter wie Öl, weißt du so. So, Goblin hinter uns, Mücke vor uns. Mücke tot. Wo ist Goblin? Nix, eh nichts. Da ist ein Dorf. Ach, da ist Goblin. Aber dafür vielen Dank, Emil. Diesen Support weiß ich echt zu schätzen. Ich sag's mal so, so sollte es ja auch eigentlich sein. So oft wie ich das auf YouTube und Co. mitbekommen habe, dass die Leute halt ein Video disliken, weil sie das Spiel nicht mögen. Das ist einfach nur dumm. Naja. Oh, was kommt da reingeflattert? Also wenn ich Seven Days jetzt spielen würde, hätte ich jetzt wahrscheinlich 13, 14 Zuschauer oder so. Du musst mal was trinken. Alles klar, Angelique. Let's go. Bin da. Können wir los? Wo laufen wir eigentlich hin? Die Base ist da, Mann. Ja, ich weiß es doch nicht. Siehst du die Markierung nicht? Warst du nicht am Kartentisch? Doch, doch, ich sehe es. Okay. Aber danke, mitten durch das Goblin-Dorf hier oder ist das leer? Das haben wir schon leer geräumt. So. War witzig, der letzte Stream. Da hatten wir, lass mich lügen, 80 Goblins gekillt und noch ein paar Schamanen. Hat Spaß gemacht. Mit 7 Leuten oder 5, 6 Leuten, die wir da waren in dem Stream. War auf jeden Fall witzig. Alter, ich sehe nichts, so duster ist das. Oh, Skelett. Er sieht nichts, weil es so duster ist. Dann mach doch eine Lampe an. Na, ja, hier in der Ebene habe ich dann doch lieber den Helm drauf. Base gefunden. Wo ist die Tür? Tür gefunden. Alter. Tür gefunden. Warum? Ja, ich bin gerade geflogen. Mein Router hat gerade irgendwie ein Problem gehabt. Okay.
Oh Gott. Nee, ich meinte ich das warum eigentlich eher im Sinne von, warum kann ich jetzt nicht teleportieren, aber ich hab hier schon wieder Metallschrott in der Tasche. Ich hol Fenrir gerade mal ab. Okay. Ja, naja, musste nicht, aber ja, wie gesagt, mein Router hat gerade ein Problem gehabt. Ich habe hier seit Tagen schon wieder echt üble Internetprobleme. Keine Ahnung warum. Bei Beutel hatte ich es, glaube ich, gestern auch kurz mitbekommen, dass sein Stream irgendwie krass geleckt hatte. Also irgendwas ist mit allgemein irgendwo Server, Internet und Blasitzkeks irgendwie nicht ganz in Ordnung. So, Giftmeat. Ich nehme jetzt einfach mal 3 Stacks an Giftmeat mit, damit jeder von uns 10 hat. Das sollte eine Weile reichen, denke ich, ne? Ja. Vielleicht auch was zu spaulieren oder so? Ja, ich wollte gerade fragen, wie sieht's mit dem Essen bei euch aus? Ich habe nur 3-mal Schlangeneintopf, 2-mal Fischhappen und 2-mal Augencreme. Okay, dann bringe ich dir noch, warte, 10 Augencreme. Das andere darf ich nicht benutzen. Oh, was ist denn jetzt los hier? Jetzt werde ich hin und her geschubst oder was? Robin, ich bin gerade geflogen. Schon wieder? Ja, ich weiß nicht, was hier los ist gerade. Ich hatte auf einmal 0 K-Bits gerade. Jetzt bin ich wieder auf Standard. Ich habe keine Ahnung, was hier wieder passiert. Ja, ich komme jetzt mal zurück teleportiert. Achso, eine Axt sollte ich vielleicht noch mitnehmen. Geile Maßnahme. Ja. Oder gleich 10 Holz für eine weitere Werkbank. Ich logge mich jetzt wieder ein. Okay. Ich würde die Axt trotzdem mitnehmen. Ja. Man weiß ja nie. Ich sag mal, haben die, ich meine, die haben da oben umgeräumt, das ist irgendwie noch voller gestellt als vorher mit den Betten. Ich weiß nicht, wo die umgeräumt haben wollen. Also ich habe ganz hinten habe ich mein Bett hingestellt. So dass ich quasi, wenn ich auf dem Bauch liege, dass der Arsch aus dem Dach guckt. Ich bin so blöd heute. Scheiße, Mann. Fantasy Mund, grüß dich. Oder Fantasy Mauf. Herzlichen Dank für dein Follow. Sei willkommen, mach's dir gemütlich, schnapp den Stuhl und ein Bier. Wenn kein Bier mehr da ist oder du keinen Stuhl findest, dann geh Bier holen. Auf jeden Fall ist wichtiger als ein Stuhl. So, da ist er jetzt wieder im... 7 Days interessiert mich noch weniger als Valheim. Besser gesagt, kann ich nicht wirklich leiden. Aber Props an dich, dass du dann trotzdem reinschaust. Voll gut. Das sind dann wirklich die Leute, die man braucht. Psst, hey Kai. Ey, was? Willst du ein Eis? Ein Eis? Psst, nicht so laut. Ein Eis. Ja, Fenrir, klau ihm schön das Essen, danke. Das ist doch ein Pimmel, oder? Oh, sorry, Entschuldigung. Warte, komm her, Kai. Flitzt dir voll durchs Essen durch, gib das her. So, warte, was war noch? Ist eine Wurst? Ja, ich hatte einen Stack Würste, einen Stack Eis und einen Stack Hirschbraten mit dem Braten. Oh, falsche Richtung. Ja, okay, sorry. Ich habe nur den Hirschbraten, die Wurst hat er. Ja, nein, das Eis ist bei mir wieder landet, sehe ich gerade. Das Eis ist bei mir wieder landet. Das ist was anderes. Hier ist die Wurst. Hier ist die Wurst. Jetzt habe ich die Wurst. Ihr seid aber still, Mann! Das Blöde bei Twitch ist eben, Robin, dass die jetzt meinen Stream auf 3-mal aufgeteilt haben, ne, im VOD. Achso, ja. Ja, das ist blöd. Fenrir, bitte kurz stillhalten. Fenrir, stillhalten. So, Antigift. Dankeschön. Aus. Ui. Decker schreibt bei mir, dass einzig Bartek stinkt. Naja, ist auch ein Wikinger, der sich seit Wochen nicht gewaschen hat. Ah. Schnauze. Was ist Decker? So, zurück zum Schiff. Wollen wir geparkt? Sauron, ich grüße dich. Hi, Sauron. Scheiße, warte mal. Ja? Da fehlt immer noch der Mutti-Perk. Ja, aber Kai, wenn du dann streamst, hau dann mal deinen Link rein, ne? In die Gruppe, dass wir dir alle irgendwie ein Follow dalassen können. Ja. Hab ich schon.
Da hast du schon. Ja, ich hab noch nichts gestreamt, aber schon den ersten Follower. Also, so muss das laufen. Ich war der Erste, ich war der Erste. Und mit Glück, kriege ich auch ein Gründerabzeichen. Naja, dann musst du abonnieren, glaube ich, ne? Ja, dafür kriegst du ein Gründerabzeichen. Dann die ersten 10 war das, glaube ich, immer. Oder die ersten 20? Ich glaube, die ersten 10. Die ersten 20 sind Gründer. Ey, wir müssen uns sowieso demnächst mal zusammensetzen, Robin oder auch Henry. Das ist für mich alles noch ein bisschen böhmische Dörfer. Brauchen wir so ein bisschen Händchen halten. Hast du morgen 14 Uhr Zeit, Kai? Ja, da sind wir sowieso zusammen da, Robin und ich. muss ich mal gucken, weil morgen kommt mein Neffe rüber, dem baue ich seinen PC zusammen. Weil, wie Fendi gerade schon meinte, Fendi und ich setzen morgen zusammen, weil wir den Discord hier noch ein bisschen aufräumen wollen für die Facebook-Gruppe. Okay. Bevor wir die hier zum Ting einladen. Und da könnte ich dir auch gleich einen kleinen Crashkurs geben und wir können einen Teststream machen bei dir. Okay, ja, wie gesagt, also ich guck mal, ob ich es zeitlich einrichten kann. Wenn ja, dann sag ich dir Bescheid. Ja, schreib's mir einfach über Discord oder über Handy, ne? Jo. Ah, geil, Leute! Die Künstlerin, die meine Comic-Variante gezeichnet hat von meinem Profilbild und so, die hat endlich geantwortet, die habe ich vor ein paar Tagen angeschrieben. Ja. Aber da wieder was Neues im Petto und noch eine geile Idee, die ich noch ein bisschen groß ziehen muss. Sozusagen. Könntest du sie vielleicht auch mal fragen, ob sie mir für mich einen schönen Wolf malen könnte? Also machen. Ich kann sie gerne mal einfach fragen, ob sie deine Nummer haben möchte, dass ihr euch da abquatschen könnt, weil die Kondition verhandelt ihr, weil ich habe sie auch bezahlt einfach. Auch wenn sie nicht selbstständig ist und so, aber ich finde, das gehört sich einfach dazu. Ja, natürlich, ja, das gehört dazu. Ja. So, na passt ja, die Sonne geht auf und ich komm hier gerade an, ihr Stiefel. Sag mal, warum ist jetzt hier noch eine Tür? Hä? Lol, ich bin falsch rum rausgegangen, da ist noch eine Tür nach hinten und die ist eingemauert, okay. So, habt ihr so ungefähr eine Ahnung, wo wir geparkt haben? Nee. Jo, da vorne. Ja, stimmt, da hinten ist der Mast. Und da liegen noch Nadeln, die nehme ich gerne mit. Sowas kann sich Kai merken, aber bei Satisfactory nichts, oder was? Nee, das Beutel ist der sich nichts merken kann, Decker, und grüß dich. Hallo, Decker. Spaß euch zuzuhören. Au! Was? Wer zur Hölle von euch hat den Loks aggressiv gemacht? Einer. Niemand. Oh, what the fuck? Weg hier! Kai, die Suppe kannst du selbst auslöffeln. Wir segeln weiter. Gar nichts habe ich gemacht. Nix. Ich laufe nur an dem vorbei und krieg erstmal schön den Fuß ins Gesicht getreten von dem. Da, die gucken nicht richtig. Robin, das wird nicht. Der zerlegt unser Boot, Alter. Gesichtsagro, nee, der hier ist doch noch unsichtbar. Also der ist doch noch... Oh, nee, doch nicht, okay. Was will denn der von mir? Ruder zurück, Fenrir. Weg, oder was? Hier, wegrudern? Ja, auf jeden Fall erstmal auf... Oder? Na, oder zu dritt auf Ehen, aber es sind zwei, ne? Und ich hab keinen Eiktier-Buff, Mann. Ich bin mal wieder raus. Viel Spaß alles euch noch. Klar, hau rein. Danke. Alter, der frisst jetzt viele, viele Pfeile, ne? Ey, wir sind hier oben safe, er kommt nicht hoch. Oh lol, da ist die Werkbank. Da sind zwei Werkbänke, nicht an Ernst, ne? Alter, dieses Ding lässt sich steuern wie eine Dampframme, Alter. What the fuck? Aber ich find's praktisch, dass er uns gleich schon ein bisschen Holz gefarmt hat, dieser Loks. Ich hätte die Axt doch liegen lassen können. Was ist denn mit dir? Rückwärts, habe ich gesagt, Alter. Was ist denn mit dir? Was stimmt mit dir nicht? Du blödes Kacklangboot. Ja, warum das kommt, wenn du auf dem Gebrauchtwagenmarkt ein Schiff kaufst, ja. Boah, ey. Entschuldigung. Ja! Komm ran jetzt! Alter, warum fährst du schon wieder vorwärts? Ich fahr nicht vorwärts, ich hab lange auf rückwärts gedrückt! Mann! Jetzt, okay, Robin, jetzt weiß ich, warum ich fahren sollte. Jetzt wird's mir klar. Ja. Hey, ich fahr sonst immer, ja? Hi, Michi. Stromausfall. Was? Du hast Stromausfall? Nee, Benjamin. Der ist jetzt auch gerade. Okay. Bloß, dass ihr Bescheid. Alles klar, gut, danke. Ja, also wir sind bloß noch zu wenig. Gut, wir sind zu wenig! Wir waren acht! Wir sind zu dritt!
Ja, sag ich doch. Ach, wie jetzt? Moment mal. Decker ist einfach bloß hier reingehüpft, um bei uns rein zu flamen und haut dann wieder ab und spielt nicht mit. Ja, ja. Okay, ich bin wieder weg. Ja, okay, Michi. Wo müssen wir denn jetzt eigentlich hin? Gregor, vielen Dank für weitere 100 Bits und Floki, der Schiffsbauer und Fenrir, der Schiffsversenker. Passt. Also, Fenrir, ja, ich weiß nicht, wo wir hin müssen. Ich weiß nicht, wo wir hin müssen, aber ich würde mal sagen, aufs Land zuzufahren ist ganz schlecht. Ich drehe doch gerade, Alter. Ich drehe. Ja, soll, lass bitte Kai wieder ran, der weiß, wo er hin muss. Hey, komm ran, Steuermann. Mann, ey. Wie kann man nur so wenig Gefühl für so ein Boot haben? Fährst du noch mal zu der Küste hin, das wo wir vorhin gewesen sind? Das liegt daran, Kai, dass ich immer da vorne stehe, eigentlich wo Robin steht, weißt du? Stimmt gar nicht, der weil ich hab immer die Harpune. Der möchte gern, ja. Fendi, halt dich lieber fest, du kennst dein Talent, dass du auf einmal auf hoher See alleine bist. Aufgrund von Wellengang. Na, Robin hat neulich noch gemeckert, ich hab doch mal bessere Spitzen geworfen, weißt du? Ja. Die war aber gut jetzt, oh. Ich hab sie gar nicht mitbekommen, die Spitze, aber okay. Wenn du meinst, sie war gut, dann lass ich dir den Stolz. Wir fahren wieder dahin, wo wir vorhin gewesen sind, ja? Genau. Und dann gehen wir nochmal richtig rein in den Sumpf mit Anti-Gift-Schutz, falls wir irgendwie von Giftviechern angegriffen werden, ne? Mit Anti-Gift-Schutz. Eins, okay. Aber eins sage ich euch, wenn Robin und ich uns mal treffen, das wird legendär. So, jetzt haben wir mal Wind. Ach. Ist das schön. Endlich hat mal einer Benzin getankt. Ja, sorry, gab gestern Bohnen. Ups, Antrieb, Mopsgeschwindigkeit. Nitro-Einspritzung. Mhm. Oh, das erinnert gerade mich wieder an meinen, toll Deutsch, toller Satzbock. Erinnert mich gerade wieder an meinen allerersten Stream auf YouTube damals. 8 Stunden gestreamt und davon die ersten 3 Stunden in X4 mit normaler Fluggeschwindigkeit geflogen und hab das für Reisegeschwindigkeit gehalten. Oh. Das ist dann so ungefähr, also so vom Spielgefühl her, ein Tempo wie eine Schildkröte auf Speed. So, was ist denn jetzt los? Was? Mein zweiter Monitor ist einfach ausgegangen. Ich bin gleich wieder da. Okay. Aber halt dich mal Mast fest, Fenrir. Fenrir, halt dich mal lieber noch am Mast fest. Genau, weil nicht, dass du jetzt gleich noch vom Bord gespült wirst hier. Aber das ist echt begeistert, genau. Das ist wie ein Satisfactory, ne? Also du bist hier eine ganze Weile unterwegs, aber wirklich produktiv was schaffen, tust du nicht. Na, wie heute die Folge, die online ging, hat auch jeder drunter kommentiert. 26 Minuten, nichts gemacht, aber wir lieben das einfach. Ich bin ja nur hin und her gelaufen und hab Fragen beantwortet. Ja. Okay, da bin ich wieder. Oh, weia. Alles klar. Ach, siehst du, hier war ganz schön tief dran, oder? Hier war doch das Ding, das Holzding, was ich vorhin kurz gesehen hatte, hier rechts. Da hätten wir Holz hätten haben können. Oh, hätte Fahrradkette. Genau. Aber ich glaube, wir werden hier nicht wirklich mal hin, Tatsache, irgendwie ein bisschen Holz zu farmen für ein Portal. Ja, doch jetzt. Jetzt haben wir. Ne, eigentlich nur für die Werkbank, für das Portal haben wir ja die Sachen einstecken. Das ist der Knaller, Alter, ganz ehrlich. Ja, Kai, also sobald dann hier wieder das Sumpfgebiet aufhört, kannst du dann rechts ran, ne? Jawohl, hab ich vor. Ja, ist ja noch ein Weilchen. Ich hab auch immer keinen Bock, wenn du dann zurückgehst zur Anlegestelle und du siehst dann dein Schiff irgendwo am Grund des Bodens, weil Schlundegel da waren. Robin, hier musst du nicht an Land gehen, hier gibt es keine Krypta. Ist noch nicht zu Ende erforscht, wir haben noch ein Stückchen Land offen, vielleicht haben wir da eine Krypta noch drin. Nee, da ist ein Gebirge einfach mittendrin. Achso, Kai, links abbiegen, weiterfahren. Jawohl. Das war das, was wir am Mittwoch erkundet haben. Nee, das war noch nicht aufgedeckt hier, die eine Ecke. Da, wo wir angelegt hatten, deswegen. Ach so, echt? Ja. Weil ich habe ja schon kartografiert genommen. Ich sehe ja schon, wo ihr am Mittwoch wart und wo nicht. Boah, Alter, was war denn das? Wellengang. Links. Also bei Ebene würde ich dann doch eher darum bitten, dass wir doch ein bisschen Abstand nehmen von der Küste, weil die Deskitos sind teilweise auch sehr schnell und aggressiv. Ja. Okay. Aber ich hatte gerade ein bisschen Leck gehabt. Okay. Kommen wir da vorne durch oder ist der Ende? Da scheint Ende zu sein. Alter! Ja, das Ende. Ist Ende. Kannst Kehrtwende machen. Alter,
was ist denn hier los? Haben wir hier Sandbank oder was? Ich sehe nichts unter Wasser da. Ich meine, ich sitze vorne am Bug und bin schon halb unter Wasser, aber ich sehe nichts, dass da irgendwie was ist. Ja, ja. Ich kann da mal Kopf ins Wasser halten, mal kicken, was da ist. Schnapp Kopf ab. Hab ein Seemonster gefunden. Alter, was ist denn jetzt los? Oh, uns ist wieder Sumpf. Ja. Wollen wir hier rechts mal halten an den Bäumen? Ja, da reinlaufen oder erstmal dran vorbeifahren? Was ist mach mal hier rechts. Meine K-Bits wechseln gerade zwischen 10.000 und 1.000. Na, dann hast du wieder Störung in der Leitung. Das geht mir gerade so dermaßen auf den Sack. Ich habe ausgelassene Frames 7%. Und das ist schon übel. Hattest du denn auch die Settings von Sascha übernommen damals, was er uns geschrieben hatte? Ja. Okay. Na, aber es läuft doch eigentlich immer. Also ich habe ja gar keine Probleme sonst, aber heute ist echt übel. Ja. Ich hör doch hier schon wieder irgendwas lachen. Nein, ja, hier kann nichts lachen, hier kann nur irgendwas, auch doch da kann was lachen. Doch, wir haben eine Ebene um die Ecke. Da unten ist ein Dorf, ne? Ja. Naja. Okay. So. Hab mal eben das Schiff repariert, das war mir schon zur Hälfte runter. Oh ja, da sind einige. Da kommt auch was auf uns zu. Jo. Ja, dann lass mal einen Schuh machen. Ja. So, ich hab das Schiff auch markiert. Robin, weg hier, Alter. Ich guck. Du willst abhauen jetzt oder was? Das sind ganz kommen. Dorf, Alter. Die kommen. Oh. Ich sehe nur zwei. Das sind nur zwei. Ja, komm, jetzt. Okay, dann gibt's aufs Maul. Jetzt. Der eine geht sogar schon wieder weg. Der hat das Schiff jetzt in Angst gekriegt. Oh! Okay. Warte mal. Kann der mal stillhalten, der blöde Fuhling? Da kommt noch ein dritter. Von rechts. Zwischen den Bäumen. Ah, da. Und einer da wieder ab, ey. Diese feigen Viecher immer. Na, lass mal nicht zu nah ins Dorf rangehen, lass mal zurückgehen. Wenn sie jetzt da abhauen, ja. dann hauen sie ab, dann ist es gut so. Haben wir sie vertrieben. So, Freunde, wartet mal hier, killt, weil. Und schrittweise nach vorne. Wollen wir vielleicht vorher wenigstens noch einen Buff reinmachen? Ja, hau mal rein. Oh, sie kommen. Jawoll! Du auch wegen Ausdauer. Achso! Attacke! Ja, und dann machen wir jetzt aber hier, ne? Oha. Ja, dann machen wir Oha. Es ist doch ein ganzes Dorf, nicht nur ein kleines Dorf. Ich hab doch gesagt, es ist ein Dorf! Oh Mann. Oh nein, Alter, Robin! Jetzt bin ich wieder schuld, ja klar! Du machst hier auf Schildfall und Buff und hast dich gesehen? Und jetzt bin ich wieder schuld, natürlich! Nächster Down. Ob die wohl auswandern, wenn ich die Hütte zerlege? Au, Alter! Au! Schamane! Essen nicht vergessen! Oh, 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 oh. Ich muss mal ins Wasser, ich brenne. Oh, 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 ich brenne sogar ziemlich heftig. Also, ich hätte dann jetzt auch nichts dagegen, wenn wir doch einen Rückzug antreten. Du bist Bronk, Alter! Oh, Rückzug. So, der Einstern ist weg. Oh, jetzt kommt die Tücke an. Vorsicht von dir! Und es geht hoch! Ich hab noch 26 HP, ne? Also da jo. Ist jetzt nicht mehr viel. Hast du keine Meds mitgenommen? Nein! Keine okay. Das nein, das down? Vergesse ich immer. Weil, Krieger oh, Alter! Auf Schiff, nein, Schiff, Schiff, Schiff! Tschüss! Geh auf Schiff, geh auf Schiff, geh auf Schiff, geh auf Schiff! Drei, rauf, drei! Rauf, 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 rauf! Geh auf Schiff! 3 HP! Steuert ein, Kai, geh steuern! Hör zu schießen, geh steuern! Kai, steuer, 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 steuer! Ja, Rückwärtsgang ist schon eingelegt. What the fuck, Alter? Ich würde vorschlagen, wir parken dann doch woanders. Aber hey, wir haben zu dritt das halbe Dorf zerlegt. Wir haben zu dritt das halbe Dorf zerlegt. Ist doch alles cool. Bleib doch mal locker.
Ich hab mal noch 24 rein. HP. Komm nur auf rumzuheulen. Mach Vorwärtsgang rein. Kann mir mal einer den Heiltrank geben oder was? Ich kann ihm mal eine Schelle geben. Sag mal, wer steuert jetzt hier eigentlich? Ey, hör auf hier, wir haben PvP an und wer zur Hölle steuert hier? Der ist mir an die Ehre gegangen, Bruder. Ach, als ob du Ehre hättest. Fenrir, guck mal ja. In den Store Edge rein hier. Okay. Ja, oh, nimm dir mal einen Snickers. Dir. Oder einen anderen Schokoriegel. Du wirst schon wieder zu Diva, nimm dir einen Snickers. Oh Mann.